Das ist ein Hamburger Rundstück. Und das ist eine kalte Platte. Und mit selbstgemachter Remouladensoße und Bratkartoffeln. Beste Resteverwertung. Klappe und Action! Oh, ist das lecker. Moin aus Hamburg, hier ist der Kalle und... Moin, moin. Fange ich an zu zicken. Moin, moin aus Hamburg, hier ist der Kalle und heute gibt es wieder Kalles schnelle Feierabendküche. Klingt ein bisschen nach Hensler, Carmen, oder? Aber macht nichts, ich freue mich. Ja, ja, und es ist ja auch Resteverarbeitung. Herr Hensler verarbeitet ja keine Reste, das machen wir nur wir. Bratkartoffeln, damit fangen wir mal an. Nee, wir fangen damit an zu zeigen, was wir alles übrig haben. Schau mal hier. Bester Putenbraten, Schweinebraten, Rinderbraten. Das ist doch zu schade, um es wegzutun, oder? Und hier ist sogar noch mehr Schweinebraten. Und das wird unser erstes schnelles Abendgericht. Bratkartoffeln mit kaltem Braten. Und Carmen, film mal eben hier rüber. Wir machen auch noch eine schnelle Remoulade, ne? Und Carmen, das hier, ne? Was wird das? Das wird ein Rundstück. Ein Rundstück, ne? Mit deren. Das wird ein Rumpsteak. Ne, kein Rumpsteak, sondern Rundstück. Das wird ein Rundstück, ich schwöre. Schwer zu sagen. So, und hier, guck mal da, Pfanne ist heiß. Oh, ja. Bratkartoffeln gleich rein, wie meine Großmutter das gemacht hat. So, und die dürfen hier erstmal schön so ein bisschen vor sich hin brutzeln. Und nicht gleich schwenken, die müssen erstmal ein bisschen Farbe kriegen. Richtig hohe Temperatur. Und wenn es unten braun wird, dann fangen wir an zu schwenken. Zeit genug, die Remu zu machen. Ich habe jetzt hier so zur Hälfte eine Mayonnaise und zur anderen Hälfte, was sage ich denn dazu? Eine Salatcreme, die mit Whip endet. Heißt das so, Carmen? Ja, ne? Ja. Also lassen wir das mal so. Also halb Dings und halb Mayo. Und wir machen das jetzt hier im Messbecher. Da habe ich jetzt meine Gurken dazu gegeben. Da habe ich hier so zwei Sardellenfilets. Das kommt da alles rein. Ein schöner Spritzer von der englischen Würzsoße. Darf ruhig ein bisschen mehr sein. Ach so, und was hätte ich jetzt fast vergessen. Bratkartoffeln, warte mal. Ja, alles gut. Was ich jetzt fast vergessen hätte, in meine Mayo, da gehört auch immer ein kleiner Schuss von dem Gurkenwasser mit rein. Ne? Es gibt ja Wurstwasser und Gurkenwasser. So, über etwas Grünes freut sich jeder Ochse. Deswegen geben wir da auch ein bisschen Petersilie rein. Und in diese Mischung gehe ich jetzt gleich mit meinem Pürierstab hinein, einmal hochdüsen. Jetzt müssen wir tatsächlich mal eben zu den Bratkartoffeln hin. Siehst du das? Jetzt schwenken, Vorsicht. Oh, hier. Bratkartoffeln. Rucki zucki. So müssen sie aussehen. So, Carmen, und jetzt kommt hier Omas Eierschneider ins Spiel, ne? Ja. Der hat ja auch schon ein paar Eier auf dem Gewissen, ne? Das sage ich dir. So, einmal raus. Und jetzt legen wir das ganze Gelumpe nochmal rein, aber so. Einmal gegen den Strich. Und zack. Und schon haben wir kleine Würfel. Einmal umrühren. Ist das Remu oder ist das Remo? Oh, lecker. 2 Minuten. Die Bratkartoffeln brauchen noch einen ganz kleinen Moment, bis sie richtig Farbe haben. Und ich habe ja hier noch einen halben Liter von unserer Rahmsoße. Die war aber auch richtig gut, ne, Carmen? Ich meine, wenn da so viel Fleisch da durchgelaufen ist, muss das hier sein. Diese Bratensoße habe ich mir jetzt nur warm gemacht. Und von unserem Schweinebraten legen wir jetzt hier in die Bratensoße einfach nur die Scheiben hinein. Das ist der Beginn, wie Carmen schon vollkommen richtig gesagt hat, von einem Original Hamburger Rundstück. Rundstück muss man auch mit einem scharfen ST aussprechen. Bratkartoffeln, nicht vergessen, immer schwenken. Das wird warm, können wir schon mal das Brötchen ein bisschen antoasten. Und das muss noch nicht mal von heute Morgen sein. Das wird jetzt aufgetoastet. Bis dahin ist der Braten warm, bis dahin sind die Bratkartoffeln fertig. Bei Oma, bei meiner Oma, kam an die Bratkartoffeln nur Salz und Pfeffer. Und wichtig, nur wenig Salz. Nicht so furchtbar viel, weil, wenn die Bratkartoffeln so aussehen, Carmen, schau mal eben ganz kurz rein mit deiner Kamera,
Wenn die schon so ein bisschen Farbe haben, dann, erst dann, geben wir unseren durchwachsenen Speck dazu, fein gewürfelt. Und der soll jetzt mit ausbraten, dass der um Gottes Willen nicht verbrennt. So, und wenn die Bratkartoffeln so fast fertig sind, dann hat Omi da immer noch ein bisschen frische Butter dazu gegeben. Mit untergeschwenkt. Und jetzt erst, im letzten Moment, wenn die Bratkartoffeln eigentlich fertig sind, dann kommen die Zwiebeln dazu. Weil wir wollen zwar gare Zwiebeln haben, aber die sollen uns nicht verbrennen. Deswegen gebe ich die erst im letzten Moment dazu und lasse noch so ein bisschen mitschmuggeln. So das große, schnelle Resteverarbeitungsfinale. Guck mal hier, getoastetes Brötchen, das kommt jetzt hier auf den Teller. Ist so ein bisschen warm geworden. Und da gebe ich jetzt hier von unserem Schwingsbraten, von dem Schweinebraten was drauf. Carmen, kommst du mal ein bisschen näher. Direkt aus der Soße. Und das muss gar nicht hier stundenlang kochen. Das soll nur mal eben warm gezogen sein. Guck mal, wie das dampft. Und dann kommt da jetzt einfach nur der Schweinebraten da so oben drauf. Das ist Hamburger Rundstück. Und ich kann euch sagen, wenn ihr direkt vom Hamburger Fischmarkt morgens um 5 kommt und ihr kriegt in irgendeiner Hamburger Kneipe Rundstück warm, ihr solltet es nehmen. Ihr könnt dann eure Tüte mit den Bananen und mit dem Aal ruhig einen Moment an die Seite tun, weil das ist echtes Hamburger Essen. Wow. Rundstück warm. So, und hier haben wir nun unseren Bratenteller von den Resten. Dazu gibt es jetzt hier schöne Remoulade. Sieht aber sehr, sehr lecker aus. Oder? So, meine Damen. Und nun unsere Bratkartoffeln. Schau dir das an. Ist das ein Essen? Lecker. Und unsere Getränkeempfehlung zu diesen beiden Essen ist auf jeden Fall ein frisch gezapftes Bierchen. Das hat Oma gekocht und wir haben davon eine schnelle Resteverarbeitung gemacht. Wäre doch mal eine Idee für unser drittes Buch, oder? Resteverarbeitung. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, ich wünsche euch einen guten Appetit und wir haben euch immer noch furchtbar lieb. Tschüss, ihr Lieben.